Herzlich willkommen zur Hundevermittlung für Februar und März. Auch diesen Monat werden wir euch einige bombastische Hunde vorstellen, die bei uns im Tierheim auf ein neues Zuhause warten. Und wir fangen auch gleich an, und zwar mit dem Dackelmix Kasper. Der Dackelmix Rüde ist fast auf den Tag genau 9 Jahre alt, ist seit Januar bei uns im Tierheim wegen Allergie. Hundehaarallergie. Und er wird sich, ihr werdet es an den Bildern sehen, von seiner absolut besten Seite zeigen. Ja, und auch Heiko versucht sich von seiner allerbesten Seite zu zeigen, aber seine Stimme versagt heute etwas. Ja, ein bisschen erkältet. Du wirst entschuldigen, aber du schaffst das. Natürlich kriegen wir das hin. Gerade wenn man so einen tollen Hund hat wie den Kasper. Genau, also der Kasper ist anfangs vielleicht auch manchmal ein bisschen skeptisch gegenüber Fremden, aber der freundet sich wirklich total schnell an. Ihr seht es ja hier auch. Und dann ist er wirklich anhänglich, verschmust. Also eigentlich findet er seine Leute nur toll. Grundgehorsam ist vorhanden. Ja, er ist auch grundsätzlich mit Artgenossen verträglich. Er muss jetzt nur noch lernen, dass er halt die anderen Hunde an der Leine nicht anknurrt. Katzen, Kleintiere sollten nicht im Haushalt sein. Nee, da hat er auch einen Jagdtrieb. Mhm. aber Kinder ab Grundschulalter wären kein Problem. Er kann auch stundenweise alleine bleiben. Aber er würde auch schon mal anschlagen, wenn er so im Treppenhaus was hören würde. Richtig toller, netter Kerl. Ja. Wir sind alle begeistert, ja, ne? Von dem Kasper. Genau. Und ich bin mir auch bei dem Kasper ganz sicher, dass er ganz schnell neues Zuhause finden wird. Sofern Interesse, Infos direkt bei uns im Tierheim. Es folgt ein absolutes Powerpaket. Und zwar Schäferhund-Mix-Rüde Ronny. Der Ronny ist 2013 geboren, also mitten in der Pubertät. Und er meint, ich muss alles kennenlernen, ich habe Power ohne Ende, ja. Mach was mit mir. Genau so sieht's aus. Ja. Also er ist seit Dezember letzten Jahres bei uns im Tierheim und er ist wirklich sehr temperamentvoll und ungestüm und er hat wirklich noch nicht viel gelernt. Also es hapert auch noch ein bisschen an der Konzentrationsstärke. Ja. Also da muss man jetzt mit ihm dran arbeiten. Der ist mit Artgenossen verträglich, ist super freundlich zu Menschen. Aber halt aufgrund seiner Pubertät probiert er jetzt natürlich auch aus, wie weit er gehen darf. Hundeschule wäre gut. Ja, ja. Weil er geistig und körperlich ausgelastet werden muss. Genau, also auch unbedingt vom Kopf her. Und gesucht werden jetzt hundeerfahrene Halter, die wirklich Zeit und Lust und auch Geduld haben, mit ihm an seiner Erziehung zu arbeiten. Auch was die Leinenführigkeit betrifft. Und eben alles nachzuholen. Ne? Bekommen dafür aber auch einen grundguten Schäferhund-Mix. Ja, ist ein ganz tollen Kumpel. Ja, ist ein cooler Kerl. Eigentlich ist es halt ein Rohdiamant. Ne? Ist es, ja. Absolut. Und ich sag mal, wer da ein bisschen Zeit investiert und auch wirklich dafür sorgt, dass der Hund körperlich und geistig ausgelastet wird, wird einen tollen Hund bekommen. Ja, ganz auf jeden Fall. Ja. Das war der Ronny. Ja, was steht? Terror. Ja, Terrorpaket. Weitere Infos zu Ronny gibt es natürlich frech bei uns im Tierheim. So, jetzt kannst du. Aufgrund der Hundevermittlung vom Vormonat habe ich eine Wette gewonnen. Ich hatte bei der letzten Hundevermittlung gesagt, dass die liebe Seele Kenny garantiert im nächsten Monat nicht mehr bei uns im Tierheim ist. Und Kenny wurde vermittelt. Das freut uns natürlich. Und? Ja, der hübsche Jungspund Cäsar, der ist auch vermittelt worden. Wir wünschen viele tolle gemeinsame Jahre und haben 4 Hunde, wurden leider nicht vermittelt. Auch da sind wir optimistisch. Sofern ihr noch mal die Hundevermittlung vom Vormonat euch anschaut, vielleicht ist ja doch der eine oder andere dabei. Und zwar nicht vermittelt wurden die etwas unsichere Joy, der riesengroße Doggy, der große junge Kasper. Nein, das ist ein ganz kleiner Junge, aber ein guter Junge. Ach, ist guter, es. Guter Junge. Genau. Ja. Und das freundliche Kraftpaket, Jackson. Alle noch zu haben. Also noch mal die Hundevermittlung
vom Vormonat anschauen. Es folgt Max, ein Staffordshire Terrier Mix. Sehr, sehr sympathisch, wie wir finden. Und 2 Jahre ist er alt. Der ist seit November bei uns im Tierheim. Mhm. Der kommt aus dem Hamburger Tierschutzverein. Da hat er bereits einen Wesenstest erfolgreich abgelegt. Genau, was haben wir noch für Informationen? Also Grundgehorsam ist vorhanden, er läuft auch gut an der Leine, aber er testet jetzt natürlich altersentsprechend auch seine Grenzen aus. Und wir brauchen jetzt schon rasseerfahrene Halter mit genügend Durchsetzungsvermögen. Der ist lernwillig, ja, sehr temperamentvoll, verträglich mit Artgenossen, aber eben ein bisschen ungestüm. Genau, ne? Er spielt schon sehr ungestüm. Ne? aber er fährt problemlos im Auto mit. Er kann auch stundenweise alleine bleiben. Und seinem Menschen ist er treu ergeben. Merkst du? Und ein Küsser. Und ein Küsser. Und mal wieder ein Küsser. Und, aber er braucht jetzt wirklich. Jetzt kommt ein Flieger. Was ist denn da? Willst du auch in den Flieger oder was? Den lassen wir jetzt einfach drauf, den Flieger. Gerade weil der Max gerade in Küssellaune ist. In Küssellaune, dann küssen wir einfach noch ein bisschen. Ne? Ja, wo also, war ich stehen geblieben? Ja, dass also, er Kopfarbeit braucht. Ja, das schon? Nee, das kommt jetzt. Ach, genau. Das kommt jetzt? Ja, dass er Kopfarbeit braucht. Dass er unbedingt nicht nur körperlich, sondern auch geistig ausgelastet werden muss. Genau, und er muss halt auch mal zur Ruhe kommen und seine Konzentrationsfähigkeit so ein bisschen stärken. Man sollte ihn also nicht unnötig hochpushen, sondern ihn eher mal ein bisschen ruhig halten. Ne? Aber du siehst es auch, in ihm steckt halt noch eine ganze Menge Kind. Beim Schmusen, das kriecht er wirklich fast in seine Leute rein. Sehr ungestüm. Netter Kerl. Sitzen? Richtig netter Kerl. Und ich glaube, wer sich Lust hat, mit dem Max sehr intensiv zu beschäftigen, wie gesagt, nicht nur körperlich, sondern auch geistig, wird einen tollen Hund bekommen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ganz sicherlich. Weitere Infos zu Max gibt es unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Du bist niedlich. Sympathisch. Niedlich. Und sympathisch. Niedlich. Dann lass ich mal essen nur. Willst du noch einen Kiki haben? Na komm, bleib bei der Tante, damit du im Bild bist. Ciao. Silke gibt noch Regieanweisung. Ich fange schon mal an mit dem Snoopy, ein Shih Tzu, 2009 geboren und seit November bei uns im Tierheim aus Zeitmangel. Mhm. Und der Snoopy ist ein kleiner Prinz, der ganz genau weiß, was er will. Ja, also Snoopy ist vermutlich, wie so oft, das ist bei kleinen Hunden ziemlich verhätschelt worden und das weiß er auch. Er übernimmt gerne die Chefrolle und bestimmt, so, wie weit das so alles so läuft. Ne? Entsprechend schnappt er auch zu, wenn ihm was so gar nicht passt. Ne? Zum Beispiel so Tierarztbesuche ist da ein gutes Beispiel. Du hast ihn bestochen und da war er dann auch sehr schnell bereit, mit dir so ein bisschen zu kuscheln, ja, obwohl es kein Kuschelhund ist. Ja, genau. Denn zum Beispiel von Fremden lässt er sich gar nicht anfassen und er möchte auch nicht auf den Arm genommen werden. Man braucht einfach, viel Zeit und Geduld mit ihm. Ne? Er ist mit Artgenossen verträglich, fährt gerne im Auto mit, kann auch stundenweise allein bleiben, ja, aber dennoch sagen wir, keine Kinder. Nein, für Kinder natürlich aufgrund seines Verhaltens nicht geeignet. Seine neuen Halter sollten Hundeerfahrung haben und sich nicht von ihm um den Finger wickeln lassen, denn das geht ziemlich schnell, denn er setzt dann so seinen Snoopy-Blick auf. Nein, ne? Er ist halt auch nachtragend unter Umständen. Genau, schnappt ja. Schnappt dann auch zu. Ne? Na, genau, also er ist halt wirklich ein kleiner Prinz. Er muss jetzt noch mal zum Friseur, aber das Wetter war so kalt, deswegen wird das dann demnächst gemacht. Ein Shih Tzu haben wir relativ selten bei uns im Tierheim. Snoopy, Infos zu dem knapp 6 Jahre alten Rüden gibt es natürlich bei uns. Jetzt kriegst du noch mal was. Jetzt gibst du noch mal was? Ja, guck mal, jetzt macht er den Snoopy-Blick. Komm her. Weiter geht es mit dem Miezebello-Gewinnspiel. Ihr wisst ja, ein Foto von euch und eurem Hund an
tierheimtv@tierheim-hannover.de. Ein bisschen Text dazu und dann könnt ihr unter Umständen einen 25-Euro-Gutschein für eine der Mizebello-Filialen gewinnen. Wir haben wieder tolle Einsendungen, wir haben einige rausgesucht und die zeigen wir euch jetzt mal, genau. Die diesen Monat mitgemacht hat. Und zwar die Halterin Karin mit Hund Robby aus Peine. Und der Robby kommt ursprünglich aus, kommt auch aus dem Tierheim Peine. Ah. Ja, und dann haben wir hier einmal den Wolfgang Schäfer mit Dackelmix Dexter. Die beiden kommen aus Hessen und ja, der Dexter ursprünglich aus dem Tierheim in Fulda. Auch in Hessen guckt man Tierheim TV. Ja, schönen Gruß dahin. Nach Hessen. Dann kommt die Franzi Schäfer mit Border Collie Husky Mix Becky aus Hannover. Die hat letzten Monat bereits genau, hat sie auch schon mal teilgenommen. Vielleicht klappt es ja diesmal. Genau, wir drücken mal die Daumen. So, und dann haben wir hier noch den Pit Schwar, und zwar mit der Podenco-Hündin Sarah aus Hannover. Und die Sarah würde sich über neues Spielzeug von Mizebello freuen. Na, vielleicht klappt's ja. Und dann haben wir noch die Franziska Kurz mit Hund Krümel, sieht man links, und Laila rechts aus Hannover. Und die haben letzten Monat bereits gewonnen, aber vielleicht klappt es heute noch mal. Ja, oh, noch einer ist da. Und zwar der Sascha ist hier auf dem Bild zu sehen mit Schäfer und Husky Collie Mix Kira. Die beiden kommen auch aus Hannover. Und das Frauchen Jennifer möchte ihren Freund mit der Teilnahme am Gewinnspiel überraschen. Ah. Überraschung geglückt, hä? Und ich ziehe, ne? Du ziehst. Ich ziehe, ich gucke jetzt mal weg. So, meine Hände sind so kalt. Es ist mal, warte mal. Arschkalt. Oh. Und du bist so krank. Ja. Oh. Und es ist kalt. Übrigens regnet es nicht. Das sind wir ja schon froh drüber. So. Und nochmal: Foto von euch und eurem Hund an tierheimtv@tierheim-hannover.de und gewinnt dann unter Umständen einen 25-Euro-Gutschein. Ich nehme einfach so aus der Mitte. Ich lass nicht los. Wir haben diesen Monat so viele Einsendungen bekommen. So, da haben wir den Sieger. Und zwar ist das die Emily Winter mit der Podenco-Hündin Sarah aus Hannover. Genau. Und auf dem Foto ist der Pit Schwarz zu sehen. Herzlichen Glückwunsch. Würde sich über ein neues Spielzeug, hatten wir ja schon gesagt, von Mizebello freuen, dann klappt es auch. Der Gutschein wird dir von Mizebello in Kürze zugesandt. Mitmachen, nicht vergessen. Weiter geht's. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Ja. Wir hatten ja den Ronny als Schäferhund. Jetzt haben wir die Dolly. Wieder ein deutscher Schäferhund. Die schwarze Ausgabe. Im Sommer 2012 geboren und seit Januar bei uns im Tierheim. Ja. Aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Was ist denn los? Dolly hatte das letzte Jahr ein festes Zuhause und musste leider aus gesundheitlichen Gründen abgegeben worden. Davor hatte sie auf dem Schrottplatz gelebt. Dementsprechend ist ihre Erziehung auch noch ausbaufähig, sagen wir es mal so. Sie kann schon Sitz und sie kann auch schon Platz und sie hört auch schon auf ihren Namen. Aber dennoch muss wirklich noch an ihrer Erziehung gearbeitet werden. Zu Menschen ist sie offen und freundlich. Ja. Aber in ihrer Art so ein bisschen bollerig. Körperbetont. Ja. Ne? Und hier komme ich. Genau. Und in fremden Situationen, wie jetzt auch, ein bisschen hektisch, ne, aufgeregt. Deswegen fiebt sie hier auch so. Wollen wir sie mal ein bisschen bestechen. Mit der Artgenossen ist sie verträglich. Ja. Ältere, standhafte, standfeste Kids wären auch okay. Ja, und sie hat wirklich einen grundguten Charakter. Also sie ist eigentlich auch ein Rohdiamant, dem man jetzt noch so den letzten Feinschliff geben muss. Also, wir suchen jetzt wirklich hundeerfahrene Halter, die Spaß daran haben, mit Dolly zu arbeiten, sowohl an ihrer Grunderziehung als auch an ihrer Leinenführigkeit. Ne? Und dafür bekommt sie dann einen ganz, ganz tollen Hund. So sieht's aus. Die Dolly. Ist eine feine Mann. Sofern Interesse an Dolly, Infos gibt's direkt bei uns im Tierheim.
Komm, willst du noch mal hierher? Komm, nein, ach, hier noch mal her. Oh, klar. Ja, guck dir das an. Guck dir das an. Weil du so gefräßig bist, ne? Oh. Weil du so gefräßig bist. Nein, weil sie so lieb und schmusig und niedlich ist. Ich glaube, die Dolly ist einfach nur gefräßig. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Das ist ein Vorurteil. Ich sehe das. Das ist ein Vorurteil. Verstehen. Der redet böse Sachen über dich. Das stimmt gar nicht. Stimmt auch gar nicht. Mit einem kleinen Sorgenkind beenden wir unsere Hundevermittlung. Und zwar mit der Pebbles. Pebbles ist 2001 geboren, also 14 Jahre alt. Ein Terrier-Mix. Mhm. Und eigentlich gibt es als Negatives nur zu sagen, dass sie nicht allein bleiben kann, weil sie da bellt und jammert. Ja. Ansonsten nur Positives. Eigentlich ja, nur Positives. Eigentlich nur Positives. Die ist mit 14 Jahren topfit. Mhm. Ja, der Halter ist ins Ausland verschwunden. Pebbles kam zu uns. Sie ist sehr anhänglich und verschmust. Sie ist auch verträglich mit Artgenossen. Deswegen wäre es vielleicht ganz schön, sie als Zweithund zu vermitteln. Vielleicht fällt ihr dann das Alleinbleiben auch leichter. Könnte dann funktionieren. Mhm. Geht auch gern spazieren, macht so kleine Runden natürlich nur noch, aber das macht sie auf jeden Fall noch gerne. Ja, aber wenn ihr mal so was so gar nicht passt, dann könnte sie eventuell auch mal schnappen. Also der kleine Terrier kann dann auch mal durchkommen. Wir suchen für sie auf jeden Fall ein ruhiges Zuhause ohne Kinder, genau, altersbedingt. Genau. Und sie ist eigentlich prinzipiell ist sie wirklich eine ganz bezaubernde Maus, die auf ihre alten Tage jetzt einfach noch mal ein schönes Zuhause haben will. Und das hat sie ja auch verdient. Ne? Ja. Hatte, absolut. Pebbles, unser klitzekleines Sorgenkind diesen Monat, wenn ihr Sorgenkinder sehen wollt, die haben wir bei der Katzenvermittlung. Ja. Bei den Hunden haben wir diesmal. Ja, keine. Aber dich haben wir dafür als großes Sorgenkind mit der Erkältung, hier genau. Heute. Pebbles, Infos zu Pebbles, zu der Terrier-Mix-Dame gibt es direkt bei uns im Tierheim. Mhm. Für die Zuschauer, die uns auf H1 sehen, am 20.03. von 20 Uhr bis 20.30 Uhr läuft unser Tierschutzmagazin. Und am 27.03., den Freitag darauf, von 20.15 Uhr bis 21.15 Uhr die aktuelle Hunde- und Katzenvermittlung. Ich muss jetzt mal noch mal nachdenken. Ja, so ist richtig. Ne? Du musst jetzt auch ins Bett. Jetzt ist mal Schluss hier. Feierabend. Genau. Das war unsere Hundevermittlung. Wir sehen uns nächsten Monat wieder mit vielen spannenden Hunden. Bis dann. Tschüss. Tschüss.